Ich erstelle einfach ein neues. Das passt so. Fang mal an. Kontinente, die mischen wir, damit wir das nicht so wissen. Gehen wir mal auf riesige Kartengröße. Ein bisschen eine Chance haben. Auf alle Stadtstaaten vielleicht ein bisschen wenig. Das lassen wir, das lassen wir. Spieltempo. Lass ich auch. Von den ersten Anzeichen des Lebens das Khmerreich. Bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu der. Das sind diese Glaubensleute. Weise Jay Waterman. Plus zwei Nahrung, plus einen Wohnraum für alles, was an heiligen Städten, wenn sie an einem Fluss platziert. Achso. Und Kulturschock. Und die großen Bereichs, plus drei Glauben und plus eine Erhaltung für jede Stadt mit den Urnen. Mit Aquädukt, Baune verbieten, plus zwei, wenn sie an einem. Aber gut, das kriege ich ja kaum so richtig umgesetzt als Vorteil, war. Dann gucken wir mal, wie wir stehen. Okay, jedenfalls haben wir hier schon mal einen Fluss. Das ist gut, da können wir nachher hinstellen. Aber wir haben halt einfach nichts extra, ne? Da hochgucken. Wenn wir hier runtergehen, dann kriegen wir die halt noch mit, ne? Ich check das ab und zu mal nicht, warum das im Spiel jetzt mir da anzeigt am besten. Ich würde ja sagen, dass ich hier am besten bin, weil ich dann noch die beiden Ressourcen hier mitkriege. Oder sagt man da, dann kriege ich weniger Land mit. Dass das nicht so gut ist. Aber egal, ich mag Küstenstädte. So, das kann ich direkt abbauen. Oh, Keramik, ne, damit wir die Bewässerung durchkriegen. Speer, damit wir schnell was sehen. Dann erkundigen wir uns mal, wie die aussieht. Das sieht ja nicht so riesig aus, wa? Und gut, dass ich im Landesinneren gebaut habe, nicht Kappa. Eine Gegner. Das sieht nicht so aus, als ob das da aufhört. Eine Stadtstädte. Schwemmland. An diesen Fluss. Aufklärungseinheit. Okay. Ein Dorf. So. Jetzt ist die Frage, was man macht. Na, ich glaube, ich baue einen Handwerker. Dann bin ich nämlich genau ready für den Siedler danach. Kann die beide absetzen. Vielleicht kriege ich bis dahin auch sogar noch. Hey. Oh. Unsere Zivilisation hat. Die Schotten direkt. Das ist immer ätzend, am Anfang gleich einen Gegner zu haben. Und an das ich die. Gucken wir mal, dass der mich hier. Ich suche erstmal ein bisschen bestechen. Freundschaft verkünden geht wahrscheinlich nicht so gern. Schnell. Aber das ist immer am Anfang echt übel, weil je nachdem, wie die drauf sind. Ja, und jetzt fangen die an, direkt zu pushen, ne? Das ist ätzend. Oh, da unten ist eine Stadt. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal runter und dann gehe ich hier wieder hoch. Da haben wir Mexiko. Unser benachbarter. Aber wir können hier natürlich mit zwei erst direkt blockieren, ne? Das können wir überlegen. Gesetzgebung gibt uns nachher nochmal Plus gegen Barbaren, brauchen wir gar nicht, ne? Kein Mann benetzte jemand.
Ein Dörfle. Dörfer für das Gewinnen. Zumindest mal bekomme ich hier dann ungefähr die da. Nahe dem Mesungis, gegenüber von Laodikea, liegt Hierapolis, wo es heiße Quellen gibt und das Plutonion, die beide einzigartige Eigenschaften haben. Das Wasser der Quellen wird so leicht hart, dass Dämme an einem einzigen Stück Stein gebildet werden, wenn es durch Wasserläufe geleitet wird. Dann kann ich den schon mal vielleicht ein Update verpassen. So tun wir das. Ja, genau. Mache ich die beiden und dann habe ich auch drei Felder. Jetzt. Hügel oder? Ich glaube, Hügel ist besser, ne? Wow, wer weiß mit dem Dorf? Okay. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Ja. Unser Volk wartet. Dann machen wir das doch mal. Weil wir gerade die Kriegerdienst haben und dann, da wir noch keine andere Stadt haben, ist das ja okay. Und dann machen wir mal Außenhandel, damit wir so eine Dings kriegen für die erste City. Oh. Ah, das war der. Das ist ja cool. Dann gehen wir mal da mit denen dahin. Ich finde das ja immer interessant, dass... Okay, ich den jetzt angreife, dann ist der dead. Das machen wir. Schon mal den mal weg und dann vielleicht machen die beide nochmal den, dann können wir die nächste Runde auch machen. Nehmen wir die noch mit, das wäre echt cool. Das läuft doch. Zumindest mal plantechnisch. Ja, nice. Das muss klappen jetzt. Auf geht's. Komm, hau ihn. So geht's. Also das ist mal effizient. Und Militärtradition auch gleich mitgemacht. Dann mach. So, das kann ich alles noch nicht. Mal dahin. Oh, haben wir Bewässerungen gemacht. Und noch extra Handwerker. Ja, supi. So. Aber wir kommen nicht gut weg. Wir müssen hier erstmal Verteidigung auf. Zumindest ein bisschen. Mhm. Oh. Okay. Scheint ist der... dann brauche ich doch nur einmal diesen. Dann nehme ich nur diese Dinger und danach könnte ich gleich losgehen. Okay, jetzt gerade mal überlegen, ob ich da aber was hinbaue, weil jetzt der Aquädukt könnte ich nachher nämlich hier reinbauen oder hier die Dings und da das Aquädukt. Wenn ich das Aquädukt nämlich hier baue, dann kriegen die hier alle auch noch was von sich. Ich glaube, das überlege ich mir mal so. So, und dann brauchen wir vielleicht Tierzucht als nächstes, wenn wir da oben was machen. Weil hier Bewässerung kriegen. Ja, Bewässerung. Aber wir brauchen auch Steinmetzen, weil wir dann die Mauer bauen müssen. Jetzt hier nochmal
aggressiv zu verteidigen, gegebenenfalls. Oder eigentlich wäre er jetzt hier wasted. Sparen uns den hier mal. Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zu. Einen Gesandten. Der ist natürlich sinnvoll hier in Fez, weil wir da noch Fez. Als Weg ansetzen. Damit wir da noch ein bisschen hinterherkommen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und kriegen wir den gekauft? Ah, tja. Kackte nicht da hinstellen soll. Okay. Den hätten wir auch von da oben gekriegt. Na? Oh Mann. Dann hätten wir den auch gekriegt, oder? Ich bin ja eine Null. Naja. Wenn der Computer einem was sagt, das sollte man einfach glauben. Naja, also. Ja. Ich hätte hier glauben können, das wäre in dem Fall jetzt nicht das Schlimme gewesen. Fangen wir mal an zu erkunden. Also ich glaube, ich sollte hier jetzt sehr schnell irgendwas da hinsetzen, damit ich einmal hier in die See rein und dann das hier kontrolliere. Muss ich machen. Also mit Bewässerung. Bewässerung ist das auch dann die beiden kriege ich hin, wenn er denn da sitzt oder da sitzt. Ist er nicht da oder da? Ja, mal gucken. Und im Prinzip kann ich mich hier hinstellen. Hier alles im Sicht. Lange der noch kein. Okay. Nee, dann stelle ich den dahin. Den machen wir mal dahin und dann stelle ich den hier als Scout hin. Der da muss hier angreifen. Das tun wir so. Und nicht anders. Besser. Bisschen hell, ne? Ja, mein Lightmanagement hier ist 1A. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Niemand. Also können wir eigentlich Bewässerung machen. Oh, ist doch cool, wäre schon zu wissen, wo das Eisen rumhängt. Naja. Ja, nee. Schon mal eine neue Stadt. Ich glaube, ich kann auch das hier mal schnell machen. Dann gehe ich mit denen das scouten. Tschüss. Mal gucken.
Uiuiui. Naja, der macht. Mann, der wird ihn jetzt wohl noch mal greifen, oder? Das sollte man nicht hier riskieren. Der Mann, der schneit genug hat. Das wäre jetzt ja der dritte, ne? Dann können wir uns das ja leisten. Drei Barbaren, das wäre der dritte, jetzt egal, was er macht. Genau. Jo, doch und der, jo, doch und der, jo, doch und der, jo, doch und der, jo, doch. Das dann noch mal die Thermolyse. Da hast. Geh mal davon aus. Warte mal, also das Ingame ist ja gerade total leise, wa? Liegt das daran, dass ich das so leise gemacht habe? Oder? Wahrscheinlich. Ich meine, hey. Gott. Lass mir bloß meinen Barbaren, ey, ich sag's dir. Den brauche ich. Du würdest mir einen Plan kaputt machen, du Mexikaner. Oh, sorry. Erstmal Entschuldigung, dass er erstmal überhaupt. Das ist erstmal totaler Schwachsinn. Die sind nicht doof. Nur weil sie mir da im Weg stehen. Und das war auch dümmle, das gleich so zu machen. Ich hätte ja lieber.
Hier haben wir mal gleich so Mauern. Ich glaube, ich mache das so. So. Der hat sich dann doch auf ein Level 1 geheilt, wa? Das glaube ich ja nicht. Ich muss das jetzt so machen. Das ist heute aber echt fade. Geisi! Hallo, ey. Ist das schön, dich zu sehen. Zu lesen. Geht's dir? Geht's euch eigentlich? War so lang schon nicht mehr bei euch. Seid ihr noch auf eurem TS? Jo, gut, ja. Ich meine, was soll das einem schlecht gehen, ne? Da muss ich da mal wieder vorbeigucken, bei Zeiten. Das hat total schön bei mir jetzt gerade gepingt. Ping. Abo, Miau, alles klar? Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Genau. Der Bau von Bezirken in unseren Städten. Bronze ist, ist das schön. Das ist gut hier. Das ist gut. Das direkt kaufen. Das kann man kaufen. Das ist schön. Dann. Das und das. Ja, schön. Dankeschön für die Grüße. Ganz liebe Grüße zurück, natürlich. Außerdem könnt ihr ruhig auch den Stream anmachen. Finde ich. Der kann ja auch nebenbei laufen und so. Was spielt ihr denn aktuell? Immer noch Final Fantasy, glaube ich, war das letzte Mal, als ich mit euch gesprochen habe. Ich glaube, ich brauche aber jetzt erstmal Stadtbauen als nächstes. Und danach gucken wir, dass wir mal wieder Frieden kriegen mit den Mexico City-Leuten. Genau, da gehen wir hin. Dich geben wir da mal auch. Dich geben wir mal da direkt auch hin. Da. Das hat sich noch nicht geändert. Bringt das immer noch Spaß? Gut, ich meine Final Fantasy 14, ne? Ich meine, Folge 14 sagt ja eigentlich schon alles aus über die Qualität vom Spiel. Ist mir das jetzt 60 wert? Ja. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Siedler, aber wir können vielleicht das bauen. Und wenn das dann... Ja, seit 10 Jahren ist das so alt. Ich dachte, das wäre irgendwie neu. Ob wir hier Frieden machen können? Frieden schließen? In 5 Runden. Okay. Ich dachte, das wäre neuer, muss ich sagen. Aber gut. Ja. Zu 10 Jahren da, aber du. Neue Technologien, da war ja Guild Wars noch angesagt. Vor 10 Jahren gab es Guild Wars 2 ja noch gar nicht. Das Erwachen eines neuen Zeitalters erleben. Mit dem Wissen um Ausrichtungen. Unser Volk weiß, dass diese neue. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät. Okay. Jetzt will ich hier mal gucken, was wir machen. Also, ich glaube, wir als erstes. Gehen wir mal hier.
Was dauert das dann, wie lange denn für die nächste? 20, ne? Oder 10. Das kann ich hier sein. Zwölf oder 20. Also was ich jetzt... Aber ich kriege ja gleich eine neue Stadt, dann kann ich das direkt machen. Und ich muss jetzt Galeeren bauen, jetzt muss das halt laufen. Den lassen wir da. Den schicken wir mal da direkt hin, für den Fall, dass die Schotten uns angreifen. Der alte Sack. Alter Sack, grüß dich. Ich dachte, du bist der alte Sack. Apo. Schön, dass du dich hier mal rein verirrst. Ich habe ja kaum auf das verlangt, dass Geisi das mal weitergibt, ne? Dankeschön, Geisi. Du bist jung und knackig. Ja, das ist auch meine Erfahrung mit dir. Ernsthaft, du bist der knackigste junge Mann, den ich kenne. Scheinst knackig genug zu sein, sag ich mal so. Alles klar, Apo? Genau. Sein Knieknack, so ist es. Ihr bringt mich hier ganz durcheinander. Soll ich jetzt das früher Reich nehmen oder soll ich lieber Handwerkskunst machen erst einmal? Da kriege ich ein bisschen besser die Handwerker. Oh, wer tritt dich? Ich trete dich nicht. Der Geisi ist halt auch ein fieser Möb. Das war schon immer so. Er hat sich schon immer gesagt, euch zeig ich's. Ja. So kennen wir ihn, wie er lebt und lebt. Habt ihr Civilization schon mal gespielt? Er schimpft bestimmt gleich mit uns, ne? Weil ich zu nah an ihm ranbaue jetzt. Dürfte ich einen Vorschlag machen? So. Ich habe eigentlich auch genug Gold, um mir mal so eine Karawane zu kaufen. Sechs Runden, dann kann ich mir eine Mauer kaufen. Der sollte hier eigentlich auch eine Mauer bekommen. Dann machen wir das nochmal, eine Galeere auf der Art. Oh. Okay. Ich glaube, der hat böse Sachen vor. Aber wir machen jetzt erstmal den da. Dieser, ja, ich spiele noch. Also ich habe wieder angefangen, aber also ich, nicht mehr so intensiv wie noch zu Zeiten, als ihr da wart. Aber ich habe jetzt letztes Mal mir dann noch die letzten paar Living Story Sachen gekauft, die ich nicht hatte für so ein paar Games, die ich noch auf der so rumliegen hatte. Und bin jetzt wieder relativ regelmäßig auch einmal die Woche Raid, jeden Montag. Das weißt du doch, ne? Mache ich immer noch mit, aber mehr außer den Raid am Montag mache ich aktuell fast nicht. Ja, es fand, also vor allem diese Zwischensequenzen, ne, das fand ich schon ein bisschen albern, muss ich sagen. Auf der anderen Seite kriegst du ja umsonst, wenn du einmal dich einloggst, ne? Aber ja, war ich jetzt auch nicht so. Ach Mist, das wollte ich hier noch. War ich auch nicht so froh drum. Ja. Ich meine auch, dass die das hätten anders machen können. Aber ja. Gut, ich meine, letztendlich ist es so, ne, dass das Spiel eigentlich schon lange nichts mehr gekostet hat für mich. Und ich glaube, die Games weiß ich gar nicht. Ich glaube, die habe ich mir tatsächlich in-game geholt. Ich habe die bezahlt. Also als die hatte ich jetzt übrig, aber die hatte ich gezahlt, was ich mir davon geholt hatte damals. Aber der dürfte noch übrig sein hier. Ne, ist auch weg. Also ich würde ja fast wetten, dass der mich hier angreift. Wie lange hat er die denn noch hier? Kann man das irgendwie sehen? Ja gut, ich meine, die werden nicht viel ändern. Ich bin mal gespannt, was sie überhaupt machen.
Aber ich bin halt ein Guild Wars Fanboy. Mich kriegst du da nicht mehr weg von. Das ist so. Einmal Guild Wars, immer Guild Wars. Ich glaube, ich baue jetzt einmal die Galeeren, damit wir den extra kriegen da. Dann bauen wir die Mauern auf. Oh nein, was habe ich getan? Ja, ich glaube auch, ich weiß auch nicht genau, aber also so richtig holt mich das ja auch nicht mehr ab, sonst würde ich ja nicht nur mit einem Mal die Woche damit klarkommen, ne? Ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß auch nicht genau. Ist schon lustig, irgendwie. So, das ist es. Ach, kann ich eigentlich Frieden machen mit denen da jetzt? Dankeschön. Also ich frage mich echt, was denn so Spiele wie Final Fantasy anders machen. Die sind jetzt ja auch nicht viel jünger oder so, ne? Oder nee, sogar noch älter, wenn Geise jetzt gerade recht hatte, ne? Und da frage ich mich dann schon, was die denn so anders gemacht haben. So von den Spielmechaniken her oder was, dass man die öfter spielen kann, ohne dass die langweilig werden. Ist es so? Achso, das kann ich jetzt nächste Runde kaufen hier. Mach noch einen so ein und dann holen wir uns hier mal die Schwertkämpfer. Ja gut, ich habe es nie gespielt, ich kann es echt nicht sagen. Ne? Was kostet das eigentlich? Das Final Fantasy 4 oder ist das umsonst? 14, ist das umsonst jetzt? Der braucht jetzt Stadtmauern, ist klar. Es ist an der Zeit zu entscheiden. Die Geschichte geht weiter. Und aber kostet das was jetzt, das Spiel? Final Fantasy 14? Wir haben jetzt die Gelegenheit für. Ich nehme mal da rein. Unser Ah, Gouverneur okay. ist. Luxus. Muss man Wie zahlen zum oder kriegt Beispiel man nur ein paar Klimaanlagen Vorteile ist das. davon? Ja, an 10 Mo Euro wahrscheinlich im Monat oder was? Okay. Aber so, also das, also für jemanden, der so dauerhaft spielt, ist das dann nichts, das umsonst. Aber antesten kann man, ja gut, das ist ja schon immer was, wenn das einem dann gefällt. Dann kann man das ja auch spielen. Ja, aber irgendwie, weißt du, ich denke mal halt ein neues MMO anfangen für was? Kann ich denn lieber gucken, dass Guild Wars weiter ist? Da habe ich das schon soweit alles so ein bisschen für mich so entdeckt, was ich zu entdecken hatte. Kann das auch spielen und bin nicht mehr komplett überfordert mit allem.
Okay. Ja, weiß nicht, vielleicht hole ich mir das auch mal, einfach mal gucken. Uch, da oben ist ja schon was, was ich angucken kann. Ja, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, dass das mir Spaß bringt dort. Moment, ist das nichts dagegen? Du meinst, dass da PvP und WvW, wenn man das spielen will, so Player, dass es Final Fantasy besser ist, oder? Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Okay, also es bringt nichts. Also das ist echt PvE ist das in Ordnung, das Spiel. Ja, macht ja auch nichts, Mann. Wie gesagt. Wollen wir jetzt hier... Soll ich? Nee. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt hier mal auf Nummer sicher, weil das wäre angegriffen. Ich finde ja auch Guild Wars 2, was PvP angeht, jetzt nicht komplett Blödsinn, aber ich finde... Auch eher so, dass ich... Also ich finde es halt nicht mehr so spannend, also weil das... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu schlecht bin, ne? Das ist irgendwie der... Das geht halt nicht mehr voran. Aha, Brasilien! Hallo Brasilianer! Peter, der Zweite. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Und lass uns mal gucken, wo wir so rumliegen. Oh, du bist aber weit weg von zu Hause. Alles hat seine Grenzen. Aber ich muss hier oben jetzt hin. Ich muss die hier... Auch das da... Ja. Oh, den Tierzug nehmen wir jetzt mal hier. Damit wir auch mal die Pferde kriegen. Das bomben das Lager, indem wir das da kaufen. Ja, der handelt das auf und der kann dann hier so ein bisschen rumschießen. Ja, das sieht hier ja schon sehr überschaulich aus und da kommt, da macht es keinen Sinn weiterzumachen. Ah, da habe ich, okay, warte mal, wollte der hin? Das zwei Felder. Zwei Felder dürfte er eigentlich noch. Na, das ist ja das da oben. Kann er, jetzt machen wir noch Bogenschießen, Claro. Und dann hält der nämlich hier 1, 2 bis dahin und dann müssen wir da noch da eine hin. Stadt. Die machen weg hier die Felder. Unser Volk hat sich. Ach. Immer Stadtmauern. Immer erst Stadtmauern. Ich habe da zu viel schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Level mit irgendwas anderem. Mögen die Mächte, genau. Ich unterschätze den Wert Militär. Okidoki. Ja, Generalpunkte können wir machen. Das können wir wegmachen jetzt. Was ist das da? Dum, dum. Bis zum nächsten Wechsel. Ja. Jetzt schweigt dieser Vulkan.
gucken mal, was hier noch so abgeht. Ich denke, dass der jetzt da hoch kann. Ah, wir haben die Wikinger getroffen. Die sind doch immer so zickig, wenn es um... Gucken, wie weit ihr weg seid. Achso, der hat... Schreiben ist leicht. Man... Schreiben ist leicht, sagt er. Ich meine, eigentlich... Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das schon rum, wa? Kann ich hier irgendwie sehen, wie viele noch übrig sind? Aber es kostet ja eigentlich auch nicht, das sind nur zwei Runden. Gucken wir mal. Okay. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie. Ja, ich glaube. Jetzt gehen wir mal auf das Rad, damit wir Mathematik machen. Wenn wir Mathematik machen, dann können wir das Katapult bauen. Dann holen wir uns mal Mexico City. Ich würde gerne noch mal eine. Ich glaube, ich will erst mal. Vielleicht das da. Erfinde nicht das Rad neu. Damit wir irgendwas zum Reiten kriegen. Ja, die Wikinger so. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich. Je mehr speziell. Okay, das haben wir jetzt. Nachdem bauen wir dann hier oder da. Ne, hier, weil wir das Aquädukt wollen wir da bauen. Genau. Und wieder haben. Wir sind jetzt bereit zu entscheiden, wo wir unsere Regierungsgebäude bauen wollen. Wir können dies nur an ein. Nennen, die machen. Eine starke Wirtschaft. Marina, das können wir. Jetzt nochmal ein bisschen Gold sparen. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich glaube, wir machen jetzt mal das und dann machen wir so ein Wunder. No? Und hier wollen wir jetzt heilige Städte bauen. Die wollen wir hier hinbauen, weil... Wegen Fluss, ne? Oder was war denn da nochmal mit den... Khmer. Ich glaube, die Khmer hatten irgendwas mit. Ja. Plus drei Glauben. Ne, das sind die großen Bereiche. Der hat irgend so einen Vorteil gehabt. Muss ich den extra angucken? Jai. Staatsserver. Da. Da ist er. Da. Heilige Städte bieten plus 2 Nahrung, wenn sie an einem Fluss platziert sind. Löse einen Kulturschock aus. Also Kulturschock nicht, aber plus 2, das nehme ich doch mit, oder? Doch, dann kriege ich auch das da noch. Claro. Claro. Und dann auf in die Monarchie, würde ich sagen. Oder Autokratie, oder was auch immer. Ich glaube, ich meine, die scheinen nicht so total brutal zu sein, ne? Ah ja, dann machen wir das. Den haben wir auch schon. Dann nehmen wir den direkt. Die können wir tschack, dann können wir... Können wir aufwerten.
Da brauchen wir noch... wir können gucken, ob wir nicht irgendwas verkaufen können. Zum Beispiel Eisen. Abkommen aushandeln. Was willst du zum Beispiel für... Was gibst du mir für 10 Eisen? Für 30 Runden, das sind 90, ne? Lass nehmen wir mit. Nice. Und du jetzt... Abkommen aushalten. Du hast auch noch kein Eisen. Was gibst du mir für 10 Eisen? Schock. 5, das sind 150, nice. Bitte, kein Problem. Ich gebe Teile gerne. Das ist kein Problem. Du hast auch kein Eisen, ne? Dann gucken wir mal. Auch 10. Was gibst du mir dafür? 8 sofort und 3. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Aber ich habe für weniger auch schon hergegeben, ne? Boah, Peter. Alles klar. Auf geht's, Peter. So. Und gleich mal hier von 8 auf 18. Das ist doch super. Dann können wir auch bald hier mal was damit anfangen. Wie zum Beispiel gucken, was das hier kostet. Nächste Runde. Dann machen wir, lassen wir das aber die Runde mal, weil ich möchte das schon direkt kaufen. Danach machen wir dann hier Tierzucht und dann müssen wir gucken, ob wir das nehmen. Ach, das ist noch nicht gesetzt, da ist klar. Ja, okay, jetzt hat er die verloren. Aberdeen. Genau. Kauf das mal. Tschüss. Und ich glaube, wenn wir das dann dahin packen, dann es kann sein, dass er von denen. Nee, ist glaube ich nicht, ne? Ich weiß nicht. Oder Marktplätze? Oder aber wir machen den hier oben da rein. Ungeschützt. Was redest du für einen Quatsch? Der hat schon und der kriegt noch. Hä? Reich ist nicht, wer vieles besitzt. So, mit ihr dann. Okay. Heißt, wir müssen den hier irgendwie... Was? Soll einfach mal schnell wachsen, ist okay. Ja, das ist halt dann so, ne? Krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht besser hin. Was ist jetzt passiert? Matthias! Der Ungar. Geißel, meine Feinde. Sei gegrüßt, Jung. Sehr schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Leg die nicht mit mir an. Kaputt. Navigation. Ha. Nochmal 120. Jo, komm. Komm. Achte. Oh. Aha. Hier kommt mein Expansionsgedanke aber entgegen. So. Ja, Fes. Das machen wir doch nochmal. Jetzt, Fes. Ich hab noch einen. Gegner kommen. Achso, die habe ich nicht gemacht. Okay. Das müssen wir nachholen. Ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Ja,
Okay, der will einmalig. Der gibt mir dafür offene Grenzen. Oh, Peter. Peter. Nee, Peter, so geht das nicht. Deine offenen Grenzen sind für mich nichts wert. Oh. Okay. Anscheinend sind es dir ein Haufen wert, aber ich nehme das Geld gerne her. Das wäre nicht schlecht. Was kann ich... Gibt es da noch die guten... Wahrscheinlich alle weg, ne? Kein Spezialgesetz. Erhöht die Heilung, Kulturplan. Ja, okay, das ist alles jetzt nicht so das Wahre. Plötzlich bei Minen, Luxus und Bonusressourcen. Steinbrüche. Bei Minen, ich meine bei Luxusgütern, das habe ich ja überhaupt nicht. Das ist Lager, das haben wir da oben einmal. Das ist den Weiden. Gibt es auch irgendwie was für Bauern? Plus Heiligen. Oh, das ist ja, das wäre so eine Synergie, ne? Ich meine, ich habe zwar nicht so viele Flüsse, aber es wäre irgendwie so, wird passen. Aber... wahrscheinlich kriege ich nicht mehr außer das hier, Handwerker. Strategische Ressource, das ist ja das da. Das Eisenstrategie. Strategie. Strategische und das. Dafür komme ich dann. Ja, aber das machen wir. Besser als nichts. Ja. Oh, ich weiß, was ich jetzt mache. Noch. Okay, okay. Oh, das nehmen wir. Eisener Ausverkauf nennt man das. Den können wir erst einmal. Da können wir mal Abkommen aushandeln. Offene Grenzen. Das wäre nötig. Ja, also. Das machen wir. Jetzt brauchen wir aber schnell auch hier irgendwie nochmal Truppen vielleicht. Siedler 18 Runden, Kornspeicher 8. So, der kann gar keine Dings bauen, weil der ist. Da gibt es überhaupt keinen extra. Da könnte man irgendwann extra. Wir können auch erstmal das hier machen. Wir größer werden, schneller. Schneller, größer. Besser. Wie? Der letzte Krachen da oben. Achso, der hängt da mit. Hat er mir seine offenen Grenzen gegeben? Ja, da, Kulturschock. Eine Sache. So. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen erstmal. Wir müssen erstmal aufrüsten. Die Kaserne. Danach machen wir irgendeine Truppe. Und dann machen wir den hier mal dahin. Schicken wir den mal darauf. Mal zu befrieden da. Ja, wenn der da ist, dann kann man hinten. Wenn der da ist, dann können wir den zum Schwertkämpfer machen. Und dann bauen wir hier mit dem auch wieder ja so eine. Genau, dann haben wir eine politische Philosophie. Dann können wir dort eine Oligarchie nehmen oder auch eine klassische Republik. Eins von beiden heißt. Doppelt, was die goldenen Reiter angehen. Dann kann ich 30%, wobei Bauarbeiter, die baue ich einfach. Nee, dann nehme ich, glaube ich, eher die Monarchie. Autokratie? Oder Autokratie? Monarchie kommt erst noch. Ich glaube, die Autokratie ist das, wo aus jedem Slot einer kommt. Uns das mal an.
passiert? Oh, die Königin Dido. Karthago. Das ist aber lustig, ich kann die Sprache nicht verstehen, aber es hört sich echt hübsch an. Ja, nehme ich doch gerne in Anspruch, eure Gastfreundschaft. Ist das da oben? Biblos, oh, das ist ja nett. Hi, oh. Haben wir nette Fischschiffe. Also ich muss mich hier echt bald auf die Insel, die muss bald mir gehören. Das geht, das kann ich nicht mehr lang. Ich muss da mal eine Initiative starten. Eine Landgreifinitiative, weil sonst kommen die hier irgendwann landen an und dann gehört ihnen das. Hat sich die Gelegenheit ergeben. Genau. Regierungsfreischalten. So. Ach, sie die Oligarchie und das gibt 20% mehr, aber ich will ja nicht kämpfen, ne? Das ist so ein bisschen das Produktion für Wunder. Für alle Erträge auf, für jedes Regierungsgebäude und jeden Palast in einer Stadt. Aber ich kann natürlich auch den dann nehmen. Den kriege ich alle Städte mit einem Bezirk und das kriege ich ja hin. Genau. Das habe ich jetzt ja schon zur Hälfte. Und dann nehmen wir das da und dann machen wir hier die 50%. Dann haben wir hier die einen. Lassen wir mal so. Und Stadtstaaten pro Runde für Gesandte. Erste Gesandte. Ist das? Brauche ich das noch? Das kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich glaube, ich mache das hier so, dass die einfach mehr insgesamt mehr machen. Jo, wie stehe ich denn da? Oh, wir brauchen noch ein bisschen. Brauche noch ein bisschen ein Stück. Oh. Noch ein. Hier, die sind in einem normalen Zeitalter, okay. Wie sich herausstellte, gibt es auf dem Kilimandscharo WLAN. Was bringt der eigentlich? Ich musste mich in Tansania also ganze zwei Wochen mit den anderen Menschen unterhalten, die mit mir gereist sind. Ja, es ist ja. Wer ist denn Nancy Bonds? Was für ein Spruch. Okay. Oh. Kate, okay, ich brauch. Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Sagt euren Teil verschwindet. Oh, das ist aber auch unhöflich. Ja. Das müssen wir hier nochmal abwarten, das macht aber nichts. War ich ein bisschen zu. Aber ja, das brauche ich jetzt noch drei Runden. War ich ein bisschen zu großzügig mit meinem Eisen an die ganzen Leute, ne? Okay. Ist hier so? Benötigt mehr Wohnraum, um weiter zu wachsen. Dann ist er, ja, die können. Dann, ich brauche noch mehr Wohnraum. Was kann ich denn da machen? Ich kann Kornspeicher kaufen. Tschack. Und schon geht's weiter. Aha, die Katholiken sind da. Ich dachte, ich schaffe das noch selber. Ah, da werde ich, glaube ich, dann. Okay. Yeah. Komm mal zurück. Geh mal wieder. Geh mal. Komm mal wieder zurück da. Das ist, sieht mir nach einer Initiative aus, aber der hat mich ja noch gar nicht. Der ist ja noch hier total freundlich, ey. Meinst du, das kann sein, dass die so unfreundlich werden so schnell? Hier nichts mit anfangen jetzt gerade. Mystizismus ist das Verwechseln. Ich traue mich nicht so. Naja, genau, wir machen das so. Wir gehen der mit denen darüber. Und der da, der geht damit, dann baue ich da an, dann geht der halt da ein. Das ist schon. Mystizismus. Das.
Das wird noch nicht so richtig mit meiner, soll man sagen, Expansionsgeschichte hier. Oh, hast schon recht, ey. Ich habe nicht so viel Zeug auf dem. Ich bin halt auch so ein bisschen. Wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Plato. Und ein Summer 10 sind wir auch noch jetzt. Das dürften wir. Genau, jetzt sind wir schon mal auf jeden Fall auf dem Weg zum goldenen Zeitalter. Weil ich noch im Normalen bin. Es war eine fantastische Landschaft, da überall Felsen in den seltsamsten Formen in scheinbar unmöglichen Formationen standen. Einige auf oder nebeneinander, als würden sie sämtliche Gesetze der Schwerkraft brechen. Hat er mir jetzt gerade seine Nation angeboten? Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt bauen wir hier mal einen Siedler. Und da, nach da dem bauen wir hier erst einmal. Lager hin. Vorgelagert. Vorgelagertes Lager. Zu Verteidigungszwecken. Koreaner. Schön. Ja. Schön, Sie zu sehen. Freut mich. Okay. Okay, der will unbedingt. Nee. Du kommst hier nicht durch. Mach, was du willst. Aber. Nee, ich bin nicht so greedy jetzt mehr. Du kommst hier nicht. Ich will das nicht, dass ihr hier. Bei der hätte ich es machen können jetzt. Aber. Okay, ist noch zu klein, ne? Ja. Jetzt machen wir auch mal Siedler hier. Einmal Siedler. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach. Direkt mal einen Hafen. Check. Nee, Geis, ich habe Final Fantasy, Entschuldigung, hab's gerade nicht gesehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt noch nie angeguckt habe. Aber ich glaube, ich habe es eigentlich noch nicht probiert. Vielleicht lade ich es mir mal runter. Müsste mich halt mal ein bisschen rumführen. Weil ich habe keinen Bock, da wieder so ein Spiel von vorne anzufangen, ohne dass ich mich auskenne. Brauche ich irgendwie so einen kleinen Guide mal, jedenfalls für die erste halbe Stunde. Stunde. Mittelalter beginnt. Ja, das war. Hm.
Ja, ich habe auch einen Haufen Gold. Vielleicht soll ich auch mal... Kann ich mir gleich Sachen kaufen. Zum Beispiel die Bibliothek. Was kostet die ja? Oh. Unterstützen wir mal den Katholizismus. Wenn ihr... Was ist dies denn für ein Stadtstaat? Ein Wissenschaftsstadtstaat. Und nein, viel besser ist ja. Die dauert auch ein paar Stunden, ja, ja. Industriestadtstaat. Da schon, aber ich möchte ja, na? Dann ist ja in Ordnung so. Aber das ist so ein bisschen, weißt du, wenn man da neu reinkommt und dann alles neu entdecken muss und so. Aber hier, Abo hat schon gesagt, dass die Story ja ziemlich geil ist, insofern. Da ist ein Lavender. Das ist gut für Homeoffice. Schön wäre es, ey. Also mein Homeoffice sieht echt leider nicht so aus, dass ich Computer spielen kann. Ich finde das echt lustig. Ja, mittlerweile muss ich echt sagen, jetzt nach einem Jahr, mehr oder weniger, bei uns sind die da wirklich sehr deutlich, was sie sagen. Also man soll, aktuell haben wir 3 bis 4 Tage die Woche Minimum Homeoffice. Also im Prinzip ist die Ansage, keiner soll ins Geschäft kommen, ins Büro kommen. Keiner soll ins Büro kommen, wenn es nicht irgendwie nötig ist und so. Okay. Ich glaube, mit dem will ich hier dahin. Keiner soll ins Geschäft kommen, ja. Ja, also echt. Das soll mal echt... Ich glaube auch langsam, die werden alle ein bisschen kirre, die Leute. Und irgendwie auch nachvollziehbar. Ist halt echt schon jetzt ein Jahr, ne? Ich frage mich immer, wenn man... Ich meine, wir haben ja echt noch nicht so ein richtiges Problem hier. Also so zumindest... Es ist schon ein Problem, aber ich meine, wenn man so denkt, dass andere Leute 5, 6 Jahre im Krieg sind oder bürgerkriegsähnliche Zustände, ich werde schon total unmotiviert. Du wirst... Du warst also motiviert bis dort hinaus. Ja, das. Aber die Motivation, die hängt bei mir nicht daran, dass ich ein Homeoffice habe. Normale das hat Leute damit nichts zu tun bei mir. Also zumindest bei mir nicht. Nicht bei mir zumindest. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich hier. Also mit dem kaufe ich da oben einen Handwerker. Und hier kaufe ich jetzt, glaube ich, nochmal einen Bogenschützen, damit ich hier dann direkt hier auf die Armbrustschützen gehen kann. Den habe ich jetzt eigentlich noch hier irgendwo so ein bisschen... Die jetzt alle dead. Den da kann ich ja noch updaten. Aha, den kann ich auch mal zurückholen. Ja, also klar, es soll vorbei sein, ganz klar, ganz klar. Keiner will das, keiner braucht das. Aber wie gesagt, ich bin echt der, frag mich echt, wie das die Leute hingekriegt haben, als es mal jahrelang richtig scheiße war. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich nicht lieber mit dem dorthin gehe. Oder aber hierhin. Oder dahin. Ach, ich weiß immer nicht.
Der Greif, da oben, also da kann ich noch hin, ohne dass irgendwas passiert. Ich glaube, das mache ich. Dann kriege ich das. Und ich habe hier jetzt so eine richtig schöne Sicht rein. In, ja, alles. Das mache ich. Ich glaube, da kann man, ja. So, was hat der jetzt eigentlich gebaut gehabt? Nein, ich mache jetzt noch mal einmal hier Siedler. So, hier wollte ich noch mal Dings kaufen. Hätte ich mitgedacht, ne? Da wollte ich doch hier diese Bogenschützen kaufen, damit der sich hier oben verbessert. Oh. Okay. Also, der hat halt doch richtig, der macht hier richtig Action, ey. Kaufen uns jetzt noch mal hier einen Bogenschützen. Willkommen, Dogfood. Das ist ja schön, dass du hier jetzt followst. Vielen Dank. Und genieß das Dasein. XQC Dogfood. Das hört sich nach einer Werbemaßnahme an, ey. Nicht schlecht. Muss gleich nachher mal googeln, was XQC Dogfood für ein XQC Premium-Artikel ist. Ist das noch jetzt da so, dass ich das... Genau. Bon. Wir verlieren die Loyalität. Oh. Dann, wenn wir da die Loyalität verlieren, dann muss ich da ja mal hier neu zuweisen. Und zwar... Lustig, Angkor, was? Angkor ist denn sowas, heißt das, ist das so Stadt für Khmer? Khmer, wo sitzt, was ist eigentlich das Khmerreich heute? Ist das Indochina? Indonesien? Aber Angkor Wat ist doch Vietnam und sowas, ne? Oh mein Gott. Spiele ich Civilization ungefähr seit 30 Jahren und kenne mich immer noch nicht aus, ey. Das sollte man doch eigentlich meinen, dass das irgendwann mal auch einen positiven Aspekt hat. So, warte mal, wir machen hier Folgendes. Wir bauen als erstes immer... What? Eine Stadtmauer. Aber was man auch mal macht, ist sich einen Handwerker kaufen. Der da... Bleibt erstmal da. Gegen den Feier kämpft er dann unten. Wahrscheinlich irgendwelche. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße. Ich glaube, ich kann hier mal jetzt das da wieder was anderes machen. Und zwar. Ja, und auf der anderen Seite brauche ich das nicht anders, ne? Ich habe einfach noch nicht so richtig coole Sachen, ne? Ah, doch. Ich weiß, ich kann hier den Kauf wegändern. Kann ich die Sachen billiger kaufen. Und dann kaufe ich das da oben. Direkt mal. Ne, das nehmen wir mal direkt mit. Und das da. Mhm. Den brauchen wir nicht so dringend. Aber den da und den da. Den brauchen wir dringend. Dann nehmen wir die beiden nämlich da oben mit. So machen wir das. Geschichtsaufschreibung. Die können schon Botschaften einrichten. Geht's. Ey, ich bin zu langsam. Was machen die? Ich beeilen.
Er hat gleich einen Hafen. Den 2 kann ich auch schon wieder modernisieren. Könnte da noch einen hinbauen und hier noch. So. Ich will, dass du da ein. Ich glaube, das mit dem Religion, da mache ich mir jetzt, das schaffe ich wohl nicht mehr, mich da irgendwie vorzubereiten. Ich denke, das ist jetzt auch rum, ne? Oh, das wäre jetzt mehr Mensch, ja, da eigentlich auch cool gewesen. Aber dann gehe ich wohl auf den Kultursieg, der ist am easiesten, am leichtesten. Hab zwar Englisch, German da drin stehen, aber ist auch dämlich, hey, nichts von beiden zu sprechen am Ende. Das wird hier so meine Speerspitze Richtung. Das ist, glaube ich, Ungarn, ja, genau. Jojo! Menschen können kaputt gehen, nicht nur. Das haben wir. Das hier? Okay, kennen wir schon. Also da kommt noch einer raus und hier kommt auch einer raus. Der da wäre dann fertig, aber ich glaube, ich baue jetzt erstmal einen Leuchtturm. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen Richtung Handel noch gehen. Ein bisschen reicher werden. Der kann ja schon, da kann ich ja nochmal so einen Händler, Handwerker kaufen. Gucken wir uns mal einen Schiffsbau. Genau, und dann haben wir hier einen Leuchtturm, dann kommen wir da ein bisschen, da müssen wir ein paar Terriben bauen oder Trirahmen, wie heißen die auch immer. Die habe ich ja noch keine kaufen, was sind die? Ah. Quadrireme, wie auch immer das ausgesprochen. Nee. Genau. Genau. Ah. Erstmal baust du mir genau vor die Hütte. Und jetzt machen dich meine Truppen nervös. Bist du noch ganz knusper? Aber ist okay. Ey, du machst mich nervös mit den ganzen Sachen da fort. Und dann hat er hier auch schon Karavellen. Dafür müssen wir jetzt Gold sorgen. Ich habe überlegt, dahin, ne? Machen wir. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein bisschen was verkaufen können. An die Leute, die wir mögen. Ich zum Beispiel. Ich habe nicht genug Abkommen aushandeln. Jetzt gucken wir mal. Du hast zwar so viel. Was würdet ihr mir dafür geben? Und nee, da haben wir schon. Was würdest du mir dafür geben? Gibt's auch nicht. Da gibt's ja nicht mehr. Döp, döp, dö, da. Das ist okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Gold.
Damit wir unsere... Ach, der Besitzer. Oh, dann gucken wir mal, was du uns dafür gibst. Oh. Was machst du denn fürs Doppelte? Bringt ihr auch das Doppelte? Oh. Na, das machen wir doch mit. Das machen wir doch mit. So. Aber das dauert natürlich jetzt trotzdem ewig. Oh, jetzt müssen wir mit Matthias hier nochmal kurz ein Abkommen schließen über offene Grenzen. Warte mal, da hatte ich doch was vor jetzt. Habe ich das schon wieder vergessen, ne? Ich glaube... Was brauchen wir als nächstes? Ich würde ja eigentlich meinen, also wir brauchen an den schon und den jetzt. Ich glaube, wir brauchen als nächstes. Ja, ja. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein... Das brauche ich nicht, aber ich brauche hier mal ein bisschen was. Und das ist auf erschlossen, dann machen wir das nochmal. Was macht der hier? Ich meine, das ist halt schon echt wertvoll, ne? Krass. Ich glaube, da gehen wir mal auf. Das ist schon krass wertvoll. Ja, das nennt man wohl Kampf der Religion wie Katholizismus gegen Islam. Na, das ist ja mal Standard. Wie ist das denn heute wieder? Ich glaube, der rüstet hier immer ständig auf. Ja, Katholizismus ist aber hier stark im Kommen. Da könnt ihr euch noch warm anziehen. Und ich bin da echt offen. Boah. Sollen die glauben, was sie wollen, die Jungs, ne? Ich meine, das ist Bevölkerung. Die sollen meine Steuern zahlen. Brauchst jetzt erst einmal... Also das werde ich nicht schaffen. Wassermühle. Das kriege ich schon hin. Dann machen wir mal hier jetzt ein bisschen in Einheit. Ah, dann kann der hier runter noch. Da kann er noch was Gutes machen. Ja. Ja, ach. 60 Gold, das nehmen wir noch mit. Krabben sind das eigentlich Luxus? Das sind Bonusressourcen, das sind Luxusressourcen, ne? Nee, ne? Das ist, ach so, okay. Das ist eigentlich auch nicht mehr in Ordnung hier, ne? Ich meine, die jagen da Elefanten.
Komm, Islam. Leg dich mal ein bisschen in die Dings da. Aber ihr müsstet vielleicht auch da oben und so. Und ich glaube, hier unten will ich auch noch einen haben, wenn das geht irgendwie. Sondersitzung, aber ich werde gar nicht gefragt, oder? Oh, das machen wir. Aber was, wieso kann ich jetzt keinen neuen Händler? Moment. Ah, das ist da. Ja, wir brauchen ja schon eine Bibliothek. Wozu habe ich sonst so ein Zeug gekauft, ne? Und los geht's. Ich glaube, wir speichern jetzt einfach mal gleich. Na, jetzt machen wir gleich jetzt das Spiel mit dem Film. Und schnell speichern. Ich habe das Gefühl, das ist früher, also auf Gottheit quasi nicht schaffbar gewesen. Da haben sie irgendwas an der KI geändert. Weil die lassen mich ja jedenfalls entwickeln. Ne? Da warst du sozusagen direkt gepusht. Früher meine ich so vom Jahr oder so. Als ob sie irgendwas geändert haben. Ja, wenn ihr die wollt. Richtet sie trotzdem nicht. Ich baue mir hier nämlich hier eine richtige. Pass mal auf, was ich hier da. Was ich da mache. Kaisch ist das bei mir. Nee, das ist da. Bei Matthias. Meine ziehen nur vorbei. Ich habe hier gar nichts vor. Zu machen. Eine Wassermühle bauen wir als nächstes. Damit wir da hier den Bau. Baukonstrukte oder sowas, wie hieß das? Keine Ahnung. Ach so, hier muss ich auch noch eine Stadtmauer bauen, sonst kommt ja mein Lager nicht als, ne? Ja, da muss ich noch ein Lager bauen. Was haben wir denn jetzt aktuell? Ich glaube, wir machen noch bis 0. Ne? Und dann gehe ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Guild Wars spielen kann. Oh. Und ein Regierungsplatz muss ich auch noch bauen. Ach je. Brauche ich denn den hin? Da, oder? Genau, das machen wir. Ja. Aber du machst das einfach, ne? Es ist auch wieder so eine unfiese Sache eigentlich. Trauenselig, ich mach das platt. Also erstmal kommt man einen Händler natürlich. Das muss sein. Aha, der Islam gibt Gas. Und da kommen die Christen schon wieder und legen wieder nach. Oh, oh, oh.
meine, die Arbo-Schützen sind halt schon krass. Also jetzt kontrolliere ich also quasi das da und das da. Also ja, das da. Von da aus das da. Ist dein Ernst? Juck. Bats, boing. Kapuff. Verstehe ich nicht, warum die das machen. So, der hat jetzt also hier oben auch bekommen. Der kann auch eine Wassermühle bauen. Kann man das erstmal ein bisschen aufrüsten. So. Dann die Arbeiter kann ich mir kaufen, nachdem ich... Ah, ich glaube, das mit dem nächsten... Aber ich glaube, die Amos, Leute... Oh. Oh. Das ist ein nettes Angebot. Atago. Das machen wir mit. Dann können die sich nämlich wieder sowas leisten. Und ich kann... So, ich hätte auch Bau... Ah ja, geil. Ich hätte mir die ja auch kaufen können, den Händler. Bauwesen, genau, das war's. Na, warte mal. Genau, die kriegen wir schon noch. So. Aber ich glaube, ich muss jetzt die Stadt bauen. Das tut mir leid, ne? Habe ich mit den Lager da gar nichts. Das ist ja extra da, damit ich da ein bisschen mehr Kontrolle habe. Für den Fall des Falles. Das muss schon sein. Oh. Die Schweden. Oday. Das war dänisch, aber... Nicht so schlimm. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. Ich habe genug Geld, glaube ich, ne? Jetzt können wir hier den... Das da noch machen. So, jetzt bauen wir da oben. Was hier kaufen wir noch? Jetzt hier. Weil dann kann ich hier. Der hat. Obwohl, der hat jetzt drei. Dann natürlich könnte ich jetzt hier so Dinger bauen. Okay. Das da. Einfach mal, damit es besser geht. Und das Civilization at its best. Nur noch eine Runde. Oh, ich wechsle dann zu Guild Wars. Word.